Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht's um Klemmbausteinsätze der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und am Tag, als Christian Lindner das Problem lösen könnte für das 60 Milliarden Euro Loch in der Ampelregierung. Möglicherweise, schauen wir mal. Ja, an dem Tag bin ich tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Heute, liebe Freundinnen und Freunde, geht's um ein Set von Mega. Ich bin nach Hause gekommen und habe ziemlich gute Laune und das in zweifacher Hinsicht. Zum einen, heute an der Arbeit habe ich ein Feedback und eine Rückmeldung bekommen, ja, zu meiner Arbeit. Also, die Rückmeldung, wie ich mir einen Job, wie ich meinen Job so erledige und das unaufgefordert, das ist an der Stelle auch mal ganz schön. Oder wenn ich nach Hause gekommen bin, hat der Post auf der Treppe. Zum einen hatte ich was bestellt, mir ist vor, glaube jetzt dann 3 oder 4 Tagen, ist mir das Rolloband gerissen. Dann im Badezimmer, da ist es jetzt permanent dunkel. Neues Rolloband besorgt, das werde ich dann morgen mal einbauen. Ja, und ich hatte ein größeres Paket auf der Treppe und mich gewundert, na, ich habe doch eigentlich gar nichts bestellt. Und da war Post, ein kleines Geschenk vom Sascha. Den Sascha kenne ich von der Facebook-Gruppe Stein auf Stein zum Ziel mit Klemmbaustein. Wenn ihr die Facebook-Gruppe noch nicht kennt, schaut doch da gerne mal vorbei. Da gibt es ja einige, viele YouTuber, da gibt es viele Sets zu entdecken. Und wenn ihr keine Meckerinnen und Meckerer und Nörgler seid, Nörglerinnen seid, dann ja, herzlich willkommen. Schaut doch da einfach mal vorbei. Wie ich immer sage, kritisieren ist gut und richtig, positiv und negativ. Ich denke, nörgeln ist dann bisweilen nochmal was anderes. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, ihr wisst, was ich meine. Zumindest hat der Sascha mir einfach aus dem Nichts heraus ein Geschenk gemacht. Genau genommen sind es 2. Zum einen hier von Mode King. Das Set hatte der Wiki von Wikis Klemmbausteinwelten schon mal vorgestellt. Ich werde das Ding bauen, vielleicht in einem der nächsten Videos dann an die Seite stellen, wie ich euch dann jo, an meinem Bau teilhaben lasse. Lasst euch mal überraschen, da habe ich eine kleine Idee. Und dann, möglicherweise hat der Sascha das mitgeschnitten, ich gehe mal fest davon aus, hat er mir ein Set von Funwall geschickt. Da habe ich schon längere Zeit hingeguckt und ich kann ja, wenn er zum ersten Mal einschaltet, Funwall-Sets echt was abgewinnen. Funwall hat sich inzwischen schon 2-mal bei mir gemeldet für eine Kooperation. Ich lehne ja alle Kooperationsangebote ab, aber das hat mich nicht daran gehindert, in der Vergangenheit mir auch Funwall-Sets dann zu kaufen, weil sie mir grundsätzlich doch ganz gut gefallen. Zumindest bisher die allermeisten. Und das Set hier, hier geht es ja praktisch um den... Ich nenne das mal Gemüsewagen. Das hatte ich noch nicht immer mal ein bisschen im Blick. Ich weiß nicht, woher der Sascha das wusste. Erwähnt, als wir uns getroffen haben, lieber Sascha, ne? In Hameln, da habe ich dir ja die Musashi übergeben. Die hast du ja ersteigert für einen guten Zweck. Habe ich davon nichts erwähnt. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, da kommen wir jetzt zu dem heutigen Set. Meine Megaweeks gehen ja weiter. Und diesmal geht es um den Jeep Willis. Jetzt geht es bei den Megasets hier, bei Megasets, Megakonstrukts, um die Call of Duty Reihe. Da habe ich ja schon ein paar Sets gebaut. Ich kann ja dem Game durchaus was abgewinnen. Und Megakonstrukts bedient unter anderem aus der Call of Duty Reihe, aus der Call of Duty Serie, dann auch ja, den World War II Teil. Und mit Sicherheit ist da der Willis her entliehen. Am Ende, das will ich schon mal vorweg schicken, Jeep Willis kann man erkennen. Ich denke mal, ihr kennt das Fahrzeug auch, nicht unbekannt. Eines der bekanntesten, wie ich finde, Fahrzeuge der US-Armee aus den Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Hier diesmal vom Megakonstrux, dem Willis entliehen. Wenn ihr euch gleich ein bisschen was zum Bau anschaut und das Bauergebnis, werdet ihr sehen, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit und dann doch Unterschiede zum Original. Ich meine, das ist an der Stelle auch richtig und vernünftig. Hier ist es ja dem Game entliehen und ich zumindest mal, das was ich weiß, scheint das an der Stelle zu passen. Wir machen das jetzt so, wie ihr das von mir kennt. Ich wechsle die Kameraperspektive. Ich bin ein bisschen schnell im Kopf. Das heute an der Arbeit hat mich nachhaltig überrascht. Und ja, das Geschenk vom Sascha auch. Vielen lieben Dank, Sascha. Und ich wechsle jetzt die Kameraperspektive, zeige euch ein bisschen was zum Bau. Ja, und da sehen wir uns zu meinem Fazit wieder. Also, bis gleich. Weiter geht's mit der Mega Week. Das müsste am Ende der Willis sein. 378 Teile. So schaut's von hinten aus. Da bin ich mal echt gespannt. Ich schneide das wieder ordentlich auf. Und dann gucken wir uns die Teile an, Bauanleitung. Ihr wisst Bescheid. Wie immer alles hingepackt. Die Anleitung, da bin ich mal gespannt. Die Farbdarstellung. Ja. Mal schauen, wie ich zurechtkomme. Die Figuren, das zeige ich euch später, baue ich dann zusammen. Und hier mal wieder die ja, typischen marmorierten Steine. Wieder der dunkle ja, Militärlook. Es gibt dann auch Drucke. Hier ist nicht verkratzt, das soll so sein. Sieht dann ein bisschen alt und verwittert aus. Hier ja, die Scheibe dann. Die
Fenster sind extra eingepackt. Mal schauen, ob sie kratzfrei sind. Ja, hier, ich baue. Ich glaube, Qualität der Steine müssen wir jetzt erstmal nicht hingucken. Bauschritt 21 ist fast abgeschlossen. So schaut's aus. Echt schön. Ich finde das gelungen mit den Sitzen. Das gefällt mir auf kleinen Raum. Haben wir hier einen Druck. Hier unten, ja. Die Kader anwählen, echt schön gemacht. Davor an der Motor angedeutet. Und was mir gut gefällt, ich habe es nochmal abgemacht. Könnt ihr so vielleicht besser erkennen. Ich habe ja keinen Autofokus mehr, wenn ich dichter als 20 cm rangehe. Ich hoffe mal, beim Black Friday werde ich fündig oder bin ich fündig geworden. Das ist bedruckt. Ey, sehr fein. Ne, die Armaturentafel klemme ich sie hier mal wieder drauf. Also, großartig. Was man ein bisschen sieht, ist hier, könnt ihr erkennen, da die Angusspunkte. Ja, das Set ist schon ein bisschen älter. Ist aber für mich in Ordnung. Und dann haben wir hier die Mini-Action-Figur. Ich habe den hier vorne mal so eine Bauchtasche angeschnallt, festgemacht. Das geht ja dann immer mit dem typischen Mini-Action-Figuren-Gürtel. So nenne ich es mal. Pistole dabei. Ihr könnt es sehen, die Knöpfe glänzen im Gold. Hier vorne die Mütze. So sieht er. So sieht er von hinten aus. Das ist so gummiartig hier. Könnte man ihn jetzt so ausziehen. Ich habe es jetzt dran gelassen. Also, gefällt mir gut. Weiter geht's. Ich baue fertig und dann zeige ich euch die andere Figur und natürlich das Bauergebnis. Fertig. Da haben wir hier, na so, den jo, zweiten Soldaten. Dann der Sherman aus der Call of Duty Serie. Habe ich euch mal, man sieht es schlecht, hier hingestellt. Damit ihr so einen kleinen Größenvergleich habt. So, stellen wir den mal zurück. Das hier ist übrig geblieben. Und dann zeige ich euch den nochmal von allen Seiten. Ich muss zugeben, das sieht echt merkwürdig aus. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ansonsten hier Werkzeug, die Hacke, die Antenne hier mit einem, könnt ihr das sehen, mit einem der typischen Mega-Konstrukt-Gummis festgemacht. Die Haube müssten wir öffnen können. Kann man sich den Motor anschauen. Hier drüben haben wir eine MG, kann man auch ein bisschen bewegen. Fragt mich nicht, was das dann für ein Geschütz ist. Ich werde, glaube ich, das abnehmen. Das können wir mal kurz zusammen machen. Ich hoffe, euch langweilt das nicht. Weil ich hatte es ja schon gesehen ohne dieses merkwürdige Dach und da hat es mir eigentlich dann doch ganz gut gefallen. Nehmen wir das hier mal ab. Ups, sorry. So, das machen wir mal wieder hier drauf. Denke ich, das ist ein ordentlicher Abschluss. Hoffe ich doch, dass es geht. So ist es, live, mehr oder weniger. Nö, bin ich jetzt zu blöd. So, einmal. Höre ich auch hier jetzt nicht mit meinem Wort Fummelei langweilen. So, zweimal, dann klappen wir das runter. Und ich kloppe das nämlich ab. So. Das können wir so lassen. Zack. So gefällt mir das schon besser. Mal gucken, da werde ich einen Soldaten reinsetzen, vielleicht den anderen hier hinten auf der Rücksitzbank. So schaut es von hinten aus, habe ich euch noch nicht gezeigt. Wir haben hier noch einen Druck. Und so gefällt es mir besser, wobei ich, na, ich sage es im Fazit dann, ist mit Sicherheit mein schwächstes Set. Ist okay, ist schön, kann man bei den Schirmen packen, aber begeistert bin ich gerade nicht. Na, sag ich gleich nochmal im Fazit was. Nochmal kurz für diejenigen, die gerade zum ersten Mal eingeschaltet haben. Ich hoffe, alle anderen haben jetzt Geduld mit mir. Also bei mir geht es ja nicht nur um Mega. Ich lade in der Regel 2 Videos in der Woche bei YouTube hoch. Bei mir geht es auch um andere Sets. Ursprünglich wollte ich mal so Mega Week Sommerwochen machen, 4-5 Sets vorstellen und präsentieren, die ich mir besorgt hatte, weil ich seit 2015 mit Klemmbausteinen in Anführungsstrichen erst aktiv bin und jetzt sehr viel später erkannt hatte, welche tollen Sets Mega Konstrukts, Mega Blocks auch anbietet.
Und mittlerweile werde ich wohl bis Weihnachten kommen. Also bei mir gibt es dann auch andere Sets. Wie gesagt, zwei Videos habe ich das schon erwähnt. Ich weiß nicht, so viele Sachen im Kopf. Zwei Sets, zwei Videos in der Woche. In der nächsten Woche geht es wieder um Mega. Da bin ich jetzt unentschlossen. Motu, vielleicht doch wieder aus der Call of Duty Serie. Oder ich habe da noch ein anderes Set. Lasst euch überraschen. Und dann habe ich noch auf jeden Fall nächste Woche Freitag ein Video für euch. Da geht es dann um Panlos, Panlos oder um G-Star. Ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Ein paar Informationen zum Set. Bestellt und gekauft habe ich über eBay. Versendet, geschickt wurde es dann aus den USA. Bezahlt habe ich 61 Euro all inclusive. Das Set besteht aus 378 Teilen. Die Setnummer ist die FPX77. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verquatscht. Und der komplett richtige Titel ist Infantry Scout Car. Ja, mein Englisch ist lausig, mein Sohn wird wieder schimpfen, ich kann es einfach nicht anders aussprechen. Das Set hatte eine Bauanleitung in Papierform, die ist mega konstruktstypisch mit dem Farbcode ausgestattet. Überhaupt kein Problem, der Farbcode lässt sich gut lesen, wenn ihr damit noch nicht gearbeitet habt, ihr werdet euch relativ schnell dran gewöhnen. Bei der Anleitung hatte ich an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder Schwierigkeiten mit der Farbdarstellung. Das ist aber auch meinen alten Augen geschuldet. So richtig ganz konnte man das dunkelgrau Anthrazit manchmal von den Tarnfarben, zumindest mal hier in der Anleitung, nicht auseinanderhalten. Ich habe noch ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip gearbeitet, weil in der Regel, ich sage mal, die gesuchte Teileform nicht mit beiden Farben vorhanden war. Am Ende bin ich dann doch relativ gut zurechtgekommen. Kommen wir zuallererst mal zum Design und das ist hier meine ganz persönliche Sicht der Dinge drauf. Mir gefällt der vom Design her gut. Wenn man sich ein paar Bilder zu dem Willis anschaut, das habe ich nochmal gemacht, fällt schon auf, dass die Kotflügelpartie gänzlich anders aussieht und auch das Heck. Aber die Anleihen, wenn wir vorne über den Grill reden, da kann man das Fahrzeug eindeutig als, ja, dann doch die Ikone aus dem Sortiment der US-amerikanischen Armee des Zweiten Weltkrieges wiedererkennen. Das war auch unter anderem der Grund, warum ich mir das Set dann besorgt habe, nicht nur weil es um Call of Duty geht. Was mir ganz gut gefällt ist, dass die Drucke hier wieder, ja, dann Drucke sind. Wie bescheuert bin ich, sind Drucke, Drucke. Und keine Aufkleber. Ich mag das, dass die Drucke so ein bisschen verranzt aussehen. Fast verkratzt, aber das soll auch der Effekt sein, ist klar, so ein Fahrzeug, ne, da ist nicht alles wie neu aus der Fabrik, wenn es da mal im Einsatz war. Und das gefällt mir an der Stelle sehr, sehr gut. Die marmorierten Steine in den Tarnfarben, die sind echt wieder gelungen. Das macht mir Spaß und was mir gut gefällt, ist, wie die Inneneinrichtung gestaltet ist. Ich habe euch das beim Bauergebnis gezeigt, die Sitze, das ist hübsch gestaltet. Und hier mit der Antenne vom Design kann sich das echt sehen lassen. Die Scheinwerfer und an der Seite hier auch, ich sage jetzt mal die MG, das finde ich echt gelungen. Besonders schön sind wieder die Figuren gestaltet. Ich habe euch das gezeigt und bevor ihr mir das in die Kommentare schreibt, mir ist es eben erst dann aufgefallen, als ich hier hingestellt habe. Ich habe euch den ja hier gezeigt beim Bauergebnis, dass ich die Beine falsch rum dran gemacht hatte. Das habe ich natürlich inzwischen korrigiert. Was mir nicht so sehr gefällt beim Design, das habe ich euch beim Bauergebnis gezeigt, ist, wie dieser Willis dann mit dem Faltdach aussieht. Also auf den Produktbildern gelingt das wesentlich besser, ist es wesentlich besser gelungen, dass ja, Stoffteil anzubringen wie mir. Ich habe euch das kurz gezeigt. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ich lasse es einfach weg, wenn ich das Set ins Regal stelle. Und dann ist es für mich fein. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Alles passt gut, alles klemmt gut. Ich hatte überhaupt keine, ja, Schwierigkeiten. Das Einzige, was mir nicht so sehr gefallen hat, ist, dass doch hier die Angusspunkte relativ deutlich zu sehen sind. Bei den älteren Sets ist das immer mal ein Problem. Jetzt habe ich ja schon einige gebaut aus dem Jahr 2014, 2015. Hier fällt es mir dann doch besonders auf, kann auch daran liegen, dass ich nicht immer in der Lage war, die Angusspunkte ordentlich wegzudrehen. Und da finde ich zumindest mal gegenüber den anderen Megasets, die ich gebaut habe, ist es eine echte Schwäche. Kommen wir mal zum Bau. Der geht flott, der geht schnell, es gibt keine spektakulären Bautechniken. Das ist an der Stelle ja auch mal ganz schön. Jetzt überlege ich, hoffentlich bin ich nicht zu schnell durchgaloppiert. Dann bitte ich euch, das zu entschuldigen. Oder nee, bitte ich, das bei euch zu entschuldigen. Ey, heute, ne? Heute sind Sachen im Kopf. Ich wäre bekloppt. Bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen entschuldigt. Ich bin Noppenstein-Freak, Noppenstein-Enthusiast. Da ist man auch manchmal ein bisschen murmelig im Kopf. Wenn es euch gefallen hat, jo, lasst mir noch einen Daumen da, Abo, Klingel, Rimpimpim. Und dann sehen wir uns, hoffe ich doch, nächste Woche. Tschüss, ciao, sagt euer Brickklempner und einen schönen Sonntag. Tschüss.